Mal fröhliches Spiel nacheinander hier zu Hause. Wird es schon langweilig oder ist noch was Besonderes? Nee, ist immer wieder was Besonderes. Bis jetzt haben wir auch noch keinen Sieg eingefahren. Aber der wird auf jeden Fall kommen, das versprechen wir. Aber ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. So vor den Fans mit dem Flutlicht. Haben wir lange drauf gewartet auf das Flutlicht, deswegen das wird niemals langweilig. Die Chancen waren heute auf jeden Fall da. Am Ende steht es trotzdem 2-1. Hat das Quäntchen Glück heute gefehlt? Ja, es ist der Fußball. Also Luckenwalde, wie viele Chancen hatten die? 4, 5, machen daraus 2 Tore. Wie viele Chancen hatten wir? 13, 14, machen dafür nur ein Tor. Ja, so ist es, wenn du vorne die Tore nicht machst, dann kriegst du sie hinten und genau so war das Spiel heute. Bist du trotzdem zufrieden mit der Leistung der Mannschaft? Ja, wir haben verloren, aber zweite Halbzeit haben wir alles rausgehauen. Haben Chancen kreiert, wie man gesehen hat. Es wollte einfach nicht reingehen. Erste Halbzeit, ja, 2 individuelle Fehler, denke ich, auch meiner.
beim Elfmeter. Ja, was soll man sagen, passiert. Dein Vertrag wurde vor 2 Wochen verlängert. Ja. Wann war für dich klar, dass du dich hier wohlfühlst, dass du länger hier bleiben möchtest? Das steht schon länger klar. Also ich habe mich hier super eingelebt in Leipzig generell. Die Jungs haben mich super angenommen, der Verein ist super, die Fans sind super. Also da habe ich keinen Grund gehabt, nicht hier zu bleiben. Deswegen, und dann kam das Angebot, habe ich sofort gesagt, ja, das machen wir. Ich glaube, alle haben gehofft, dass es am Ende noch anders ausgeht als die Niederlage. Wie ist so deine Einschätzung zum Spiel? Ja, erste Halbzeit, ja, waren wir nicht da. Ehrlich zu sein, waren wir nicht da, haben es in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Und da haben wir auch gezeigt, was für Qualitäten wir in der Mannschaft haben. Dass wir immer wieder gewinnen wollen, das ist klar. Das war auch unser Ziel. Auch wenn es am Ende des Tages nicht gereicht hat, haben wir trotzdem alles dafür gegeben, um mindestens einen Punkt zu holen. Ja. Ja, ich glaube, jeder Fan, nachdem sich gerade die letzten Minuten hämmert, das Ding einfach nur noch irgendwie rein. Was gibt ein Spieler da so welchen Kopf? Denkt man das irgendwie auch? Ja, klar. Also, wie gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Und da haben wir auch am Ende gemerkt, dass das möglich ist. Wie gesagt, wir haben uns 2-1 gemacht. Und wir wussten ganz genau, okay, wenn wir noch eins machen, dann können wir sogar gewinnen. Aber wie gesagt, wir sind hier gerade zu Hause, um zu gewinnen. Ja. Ich bin zwar schon voll in der Rückrunde drin, aber vielleicht möchtest du noch so ein kleines Fazit zur Hinrunde geben, zum Anfang. Ja, wir, von den Punkten her sind wir natürlich optimal da, auch von der Spielanzahl. Aber im Endeffekt hättest du heute hier, wenn man die zweite Halbzeit anguckt, schon definitiv Minimum einen Punkt, wenn nicht 3 verdient gehabt. Die hatten insgesamt 8 oder 9 Chancen gehabt. Und davon machen sie einen Elfmeter und dann einen Schuss rein. Und wir waren in der Endkonsequenz nicht zielstrebig genug. Im letzten Drittel, im Endeffekt, hatten wir die Möglichkeiten gehabt, aber haben die Tore dann eben nicht verwertet. Ärgert einen, aber wir werden da auch gestärkt wieder rausgehen. Und es werden jetzt brutale Wochen vor uns mit 3 Auswärtsspielen. Aber wenn du so welche Fans hast, wenn die sehen, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, was wir alles gemacht haben und in die Waagschale geschmissen haben, wenn die Fans sehen, dass wir alles machen, dann verzeihen die uns auch so ein Ding. Wichtig ist, dass wir unser Ziel erreichen und dass wir diese Moral, wie wir die in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, bestätigen. Ich glaube, das hat man ja auch zum Schluss gehört und gesehen, dass die Fans das auf jeden Fall verziehen haben. Richtig, genau. Und das tut einem natürlich auch gut. Nichtsdestotrotz ärgert es einen und schmerzt, aber wir werden uns auch in der Zukunft auch wieder belohnen. Und das sind einfach Phasen im Fußball, was in der Hinrunde so positiv mal gelaufen ist und wo man das Quäntchen Glück gehabt hat, ist jetzt halt so. Jetzt hast du mal eine Situation, wo es eben Pech ist, wo auch Manner jetzt wahrscheinlich den Torhüter aus 2 Metern gegen den Kopf schießt. Ja, irgendwann schießt er in den Kopf und dann geht er dabei rein. So ist der Fußball normal und ja, Glückwunsch an Luckenwalde. Ja, die nehmen jetzt die Punkte mit, aber irgendwann werden wir auch wieder unsere Punkte wieder einfahren und wir wollen es natürlich schnellstmöglich machen und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen sachlich analysieren und versuchen in den anstrengenden Wochen, die vor uns steht, was für uns rauszuholen. Gerade die letzten Spielminuten, ich glaube, jeder hier im Stadion dachte sich so, einfach nur noch irgendwie ein Tor machen. Ich habe gesehen, seitdem auf jeden Fall auch ein bisschen hin und her gerannt. wie schwer ist es da irgendwie, sich irgendwie zurückzuhalten und nicht einfach aufs Feld rennen zu wollen? Na, ist brutal. Du lebst ja auch mit den Spielern, mit dem Verein, du lebst mit unseren Fans, die alles ja auch hier geben. Und dann ist meine verdammte Pflicht auch als Trainer, alles da reinzuhauen und dieses Gefühl haben, ob du auch mitgespielt hast. Und wir haben alles gemacht, wir haben alle draußen mitgefiebert, unsere Fans, die alle im Verein sind. Hat leider nicht gereicht, aber wie gesagt, die Einstellung haben alle gesehen und das ist so ein Ding, worauf wir immer wieder aufbauen können. Und haben natürlich die brutalen spielerischen Akzente auch noch gesetzt, wo kaum einer gerechnet hat, wie wir dann zweite Halbzeit den Ball laufen gelassen haben. Haben uns nicht belohnt, aber das honorieren unsere Fans und deswegen dickes Dankeschön nochmal. Der Spieltag heute wurde auch genutzt, um auf psychische Krankheiten für psychische Krankheiten zu sensibilisieren. Ist das irgendwie auch Thema in der Mannschaft? Wird das irgendwie auch behandelt? Naja, so indirekt. Im Endeffekt gibt es immer natürlich Situationen, wo natürlich du auch versuchst, immer natürlich mit auch selber als Trainer mit Spielern zu reden. Und ist ein wichtiges Thema in meinen Augen. Und wenn man auch mal alleine schon im Fußball, wenn man sagt, die Spiele gewinnst du im Kopf. Ne? Also das, was man zweite Halbzeit gesehen hat, dann hast du gesehen, da war alles in Ordnung. Aber es gibt andere Sachen, wo es natürlich nicht um Sport geht. Und diese Sachen sollte man ernst nehmen. Und man müsste viel mehr dafür tun und den Leuten eine Unterstützung geben. Weil das ist kann auch eine Krankheit sein. Und das ist dann einfach nicht zu unterschätzen. Und da müssen wir Leute ernst nehmen und wenn welche Hilfe brauchen, die auch dabei unterstützen.